So, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls. Wie sagt man so schön? Neuer Tag, neues Glück. Und meine Maus ist schon wieder im Bild. Dreck. Ja, also in diesem Part hatte ich mir gedacht, gehen wir einen Verfolger an. Aber vorher gibt es noch ein bisschen was anderes. Und zwar, wie ihr sehen könnt, ich habe mal wieder ein paar Seelen gefarmt bei den Soldaten, die es umschalten. Ja. Ich habe mal wieder ein paar Seelen gefarmt bei den Soldaten, die wir bereits getroffen haben. Also ich habe nichts Neues gemacht, falls ihr jetzt glaubt, ich hätte irgendwas anderes gemacht. Nee. Ja, das habe ich gemacht. Dann habe ich noch ein paar Sachen erfahren. Und zwar ist es in diesem Spiel diesmal so, dass man Gegner in Gebieten nur 10-mal besiegen kann. Und dann entscheidet das Spiel automatisch, gut, du bist eh zu stark für die Gegner, deshalb entfernst die. Deshalb hat mich ja letztes Mal schon gewundert, warum da in manchen Gebieten keine Gegner mehr waren, also die verschwinden mit der Zeit. Das ist zum einen vorteilhaft, zum anderen ist es aber auch schlecht, falls man eben halt noch ein paar Seelen bräuchte, um aufzusteigen. Aber das Spiel zwingt einen also dazu, fast schon, naja, bisschen skillig zu sein. Des Weiteren weiß ich jetzt auch endlich, wie wir Fackeln anzünden können. Dafür ist dann die 20 Minuten, die dort stehen, die sind für meine Fackeln. Also 20 Minuten könnten die Fackeln brennen, eine brennt 5 Minuten. So, und ich weiß sogar noch einen anderen Weg, wo wir vorher noch lang gehen können. Aber jetzt holen wir erstmal was Vergangenes nach. Und zwar werde ich jetzt erstmal kurz nochmal nach Majula reisen, um erstmal etwas aufzusteigen. Mein Schwert würde ich zwar liebend gern auch noch ein bisschen hochrüsten, geht aber leider nicht. Denn ich habe keine große Titanitscherben. Deshalb, nein, ich möchte doch gar nicht hinsetzen, blöd. Das war jetzt. Ich habe vor uns übrigens mal an die Säule dort geschaut, es sind mittlerweile schon fast 11 Millionen Tote. Also wenn man bedenkt, wie viele es noch gestern waren, dann. So, was mache ich denn mal? Vitalität ist nicht schlecht, aber ich glaube, ich setze auch noch ein bisschen auf Geschicklichkeit und einen auf Vitalität. So. Ich denke mal, das lohnt sich ganz gut. Bevor ich natürlich den Verfolger angehe, werde ich mich menschlich machen, ist klar, weil eben mit so wenig Leben wäre zwar eine Herausforderung, aber ehrlich gesagt, nee, ich werde da nicht ewig rumwehren. So, und zwar können wir nämlich noch, ihr erinnert euch ja, ups, ne, ging's hier oben, nach oben überhaupt? Ihr erinnert euch ja vielleicht daran, dass ich, ja stimmt, hier ist wirklich noch was. Ihr erinnert euch ja vielleicht daran, dass ich dieses riesige Vieh hier auf dem Hinweg gesehen habe. Das war ja ein Menschenbild, schön. In Part 1. Ja, in Part 1 war das ja schon. Und da bin ich erstmal weggerannt. Und jetzt dachte ich mir, ich erledige das mal, weil da gibt es bestimmt auch noch was. Oh, das habe ich mir damals schon geholt. Hier, da oben lang ging es dann. Gehen wir nochmal zurück. Moment, hier lang geht's. Ja, genau, hier war das. Hier sind die Fußabdrücke. Und ich sag mal, jetzt dürfte das einfacher werden. Ja, da sitzt das komische Teil. Sieht irgendwie. Irgendwo kommt mir das bekannt vor, aber. Okay, es greift mich nicht an. Ja, soviel zum Thema, es greift mich nicht an. Ich dachte anfangs wirklich, es würde mich nicht angreifen, aber gut. Na, folgst du mir den ganzen Weg bis runter, du Drecksvieh? Hier kommst du aber bedauerlicherweise nicht durch, also hehe. Kann ich mich erstmal aufladen. Und jetzt verschwindet es wieder. Hoffentlich ist es wieder ruhig, dann kann ich es nämlich von hinten wieder angreifen. Bevor ich. Moment. Genau. Was macht er denn? Hallo? Dreck. Okay, also, ja, im Grunde ist er eigentlich ganz. Ist ein Zyklop, ne? Ja, ist ein Zyklop. Im Grunde ist er eigentlich ganz einfach zu vergewaltigen. Das war jetzt einfach mal so. Menschentöter. Sieht wie ein Katana aus, geil. Das gefällt mir doch schon jetzt. Ja, yeah, so wie schon gesagt, er ist ganz machbar.
Vor allem, da jetzt meine Waffen auch noch ein bisschen stärker sind durch das Aufrüsten, finde ich das Ganze doch sehr gut. Aber, warte mal, wie stark hat denn das jetzt eigentlich? Nein, ich wollte es nicht ablegen, Trottel. Ich wollte eigentlich, nein, bestätigen, umschalten. Ja, Spielerstatus. 136 plus, ja, plus 43, das macht schon was her. Trotzdem, meine Energie ist für das Teil. Ach Mann! Bin ich zu schwer oder was? Oder warum erwischt er mich immer? Die paar Seelen sind nicht so traurig. Okay, ich ignoriere das Drecksvieh erstmal und laufe erstmal dran vorbei. Weil ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Lust, da mich ständig umbringen zu lassen, nur wegen, ich wette, da gibt eh nicht so viele Seelen, vielleicht 500, ja, das ist besser als nichts, aber jetzt auch nicht so von Interesse, dass ich dafür jetzt hier meine Zeit vergeuden möchte. Deshalb, Moment, gehen wir mal hier lang. Wieder. Und ignorieren dich mal. Jetzt will er mich trotzdem. Naja, hier kommst du eh nicht durch. Gibt's hier vorne was? Naja, bis auf eine Verarsche ist ja nichts. Und hier ist auch nur wieder ein Weg, um zurückzukommen. Also hat das Vieh oben bei sich etwas versteckt. Goldhart. Ich will den eigentlich schon gern besiegen, weil er gibt ja Seelen. Ja, ich ignoriere erstmal. Ich habe mein Goldharz bekommen und der Zyklop. Das sieht irgendwie komisch aus. Wie so eine, von hinten sieht er aus wie so eine Art. Ich weiß nicht, irgendwo erkenne ich solche Viecher doch, aber ich wüsste jetzt gerade nicht. Naja, wie dem auch sei, egal. So, wir reisen zurück zu diesem Kardinalfeuer, denn ich hab noch ein. Ich weiß noch, wo es noch lang geht. Zumindest gab es ja noch ein paar verschlossene Türen und ich schätze mal, dass unser Schlüssel, den wir bekommen haben, mehrere Möglichkeiten noch hat. Und da würden mir zwei ja noch einfallen. Und zwar die Tür hier oben. Ja. Okay. Gibt es hier noch irgendwas oder? Ja, hier ist was. Ich mag den Karren nicht. Flop. Eine Handaxt und ein schimmernder. Die Handaxt, wie stark ist die? Kann ich mal den hier wieder wegtun? 110, gut. Aber es ist trotzdem nichts im Vergleich zu der hier. Ach, hier ist eine Truhe noch. Da haben wir was? Abfall. Hä? Was bringt denn Abfall hier? So, und es geht weiter. Ach, verstehe, hier bin ich hier. Ah, gut, da kommt man also von oben hin. Gut, das hätte ich nicht erwartet. Na, dann schauen wir doch mal. Hä, wo kommt der denn her? Ja, Junge. Um. Gut. Gegenstand nehmen. Eine Estus Flakonscherbe und ein kleiner weißer. Symbol Speckstein, hat er denn einen Unterschied zu einem normalen? Ich habe jetzt gar auch noch die Seelen, mal sehen, da kann ich vielleicht noch ein Level. Schwarzer Trennkristall, ja. Kleiner, hinterlässt Rufsymbol. Was? Der Effekt eines kurzlebigen Speckstein. Schon wieder weg mit der Maus. Ist kurzlebig als der des weißen Symbol Specksteins und er gilt nur für die Hilfeleistung an bestimmten Orten. Okay. Von mir aus ist jetzt vielleicht ein bisschen sinnlos, aber gut.
Da. Ja, komm, 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 komm. Hab's. Göttlicher Segen, ja, gut. So, und dann habe ich noch eine Idee, wo es lang gehen könnte. Und zwar hier lang. Da drüben gab es ja auch noch eine Tür. Steh auf. Mal ehrlich. Ja, hier geht's auch noch lang. Sehr schön. Gehen wir erstmal geradeaus. Versuche Truhe. Schatz voraus. Lügner voraus. Gegenstand ist Apfel. Na, der Apfel muss doch irgendwas bringen, also mal ehrlich. Das geht doch nicht. So, und dann geht's hier noch lang. Unmöglich. Bringe das Symbol des Königs in euren Besitz. Oder bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Ja, wenn er meint. Schade, hier gibt's nichts mehr. Symbol des Königs. Weiß ich leider nicht, was mit gemeint ist. So, gibt's noch irgendeinen Weg, den ich nicht im Sinn gerade habe? Gab's hier irgendwas? Guck hier, der Gegner ist ja damals auch verschwunden. Die hier würden mit der Zeit dann auch verschwinden. Aber eigentlich, warte mal, ich töte die mal noch. Guck, die sind nämlich auch schon weg. Ja, da ist das Spiel schon sehr konsequent. Ah, was soll das denn? Ja gut, weil ich nicht mehr abwehren konnte. Wer hätte denn auch gedacht, dass der gleich, wenn er auf dem Boden ist, anfängt rumzuschlagen? Wucht. Gibt's auch wieder, sehr schön. So, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ein Level zu haben wäre ja noch ganz gut. Und meine Maus. Ich denke mal, das wird uns das ganze Let's Play über begleiten. 400. So, wenn die zwei jetzt 800 geben. Ich dummer Trottel. So, dann würde das nämlich fast reichen, ne? Zudem möchte ich dann gleich noch etwas machen, was wir auch noch vergessen haben. So, der müsste irgendwie eigentlich bald auch verschwinden, weil den habe ich mittlerweile auch schon ziemlich oft abgeknallt. Na, abgeknallt nicht unbedingt, das ist getötet. So, du bist tot. Dich habe ich pariert und tot. Muss ja sowieso nochmal zur werten Smaragdbotin, da ich jetzt 4 Estus Flakons mitnehmen kann. 4 Stück. Zu weiteren. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee war, aber ich konnte es einfach nicht lassen, deshalb habe ich mal nachgeschaut, wenigstens erstmal, wie viele solche Scherben es gibt. Und insgesamt gibt es im Spiel 12. 3 habe ich bisher schon gefunden, das heißt, wir werden am Ende 13 Estus Flakons haben. Gut, finde ich jetzt zwar ein bisschen dumm, da hätten sie ruhig insgesamt am Ende, also 14 Scherben im Spiel haben können, aber wollten sie scheinbar nicht. Ja gut, kann ich ja jetzt auch nichts gegen sagen, aber ich finde 13 Estus Flakons ist so eine, ja wohl eine dumme, aber ich mag 13. 13, mal wird es als Unglück angesehen, finde ich jetzt zwar nicht, aber here to see light. However, ja, meine Gutste, bitte verstärke mein Estus Flakon. Geil. Und was hat der denn für eine Scheiße? Was ist das denn? Zweihänder? Ja, obwohl es eine Art Zweihänder, aber irgendwie auch nicht. So, Vitalität, nee. Obwohl doch. Na, 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 rechte Waffe ein bisschen mehr. Belastung. Ausdauer. Ausdauer erhöht auch TP. Obwohl, nee, ich mach mal Vitalität. Bin ich jetzt Stufe 30 schon? Aufsteigen, gleich mal schauen. Ja, ich bin Stufe 30 mittlerweile und brauche 2000 bis zum nächsten.
Herzlichen Dank, meine gute So. Und bevor wir jetzt endlich mal zum Verfolger kommen, werde ich noch was anderes tun vorher. Denn es gibt noch ein heiliger Schwur. Oh Gott, oh, geil. Es gibt nämlich noch ein Item. Und zwar das dort oben. Wartet mal. Ja, da liegt's. Das will ich noch haben. Und bevor ich mich menschlich mache und jetzt gleich wieder drauf gehe durch den Fallschaden, will ich erstmal schauen, ob ich da rankomme mit einem Sprung. Hier oben ist ja auch noch der eine Ritter, aber den lasse ich vorerst auch nochmal, weil ist auch nicht, der nervt, der ist auch ziemlich stark. Guck, die Gegner hier sind auch verschwunden. Hier oben müssten aber noch welche sein. Töte ich die mal einfach noch, weil, ja, weil ich es kann. Jetzt war noch ein Gegenstand. Lebensstein, sehr gut. Mittlerweile habe ich auch wieder 9 Stück. 9 Lebenssteine, ey. So, und jetzt. Denn ich habe hier oben ein Schild gelesen. Ist das noch da? Hier. Versuch's mit Springen. Die Frage ist, ob das wirklich klappt. Na, so auf jeden Fall nicht. Mal ehrlich, siehst du, und deshalb habe ich gesagt, ich mache mich noch nicht menschlich, denn ich würde eh runterfallen und sterben und darauf kann ich nun, ja, beim besten Willen verzichten. Aber ich versuch's gleich mal wieder. Da oben liegt mein Zeug, gut zu wissen. Den Typ hier ignoriere ich ein bisschen. Keine Lust. So, na dann machen wir es doch gleich nochmal. Hier waren auch mal viel mehr Leute, aber die sind auch alle verschwunden. Toll, ich bin bis hierhin gekommen, aber... Oh nein! Mist. Okay, ich versuch's noch einmal. Jetzt... Eigentlich müsste man ja, wenn man direkt... Nein, ich komme da nicht hoch. Versuch's mit Springen. Okay, ein drittes Mal noch, dann war's das, dann lasse ich's, weil... Wie schon gesagt, ich möchte jetzt nicht so viel Zeit damit vergeuden, aber ich wollte halt eben die Sachen von weiter hinten noch holen. Und es hat sich ja eigentlich auch gelohnt. Vor allem allein schon wegen der Scherbe. Okay, warte mal, eine Idee habe ich noch. Weil ich muss ja eh noch meine Seelen wiederholen und... Plorantie, ja, schöner Ring. Hat man ja in Dark Souls auch erst recht spät bekommen. In der großen Lehre, aber... Ich bin ja mal gespannt, ob es hier in dem Spiel auch wieder... Naja, so eine Art... optionale Gebiete gibt. In die man nicht müsste, aber in die man gehen kann. So, aber jetzt... machen wir es mal anders, und zwar, das ist ja, was ist das? Der Wander, alles Wander. Toll, ich sehe wirklich großartig aus. Da beschießt mich der Arsch dort oben mit einem Pfeil, habt ihr das gesehen? Da kommt man nicht hoch. Okay, na, dann ziehen wir uns mal wieder an. Wander. Der ist noch stärker, oder wiegt auch viel mehr. Kamaschen. Die hier 4, die wiegen 2,1. Ach, sind ja auch Wander. Höhlensoldat kannst du vergessen. Ich bin wieder als Wanderer unterwegs. So bleibe ich auch. Und da kämpft gerade einer. Ist wahrscheinlich auch gerade zum ersten Mal hier. Hier gab es auch nichts mehr. Ja, sagen wir es mal so, also ich hole mir das Teil dort oben noch, aber jetzt erstmal nicht.
Jetzt müssen wir auch mal zum Verfolger. Weiß gerade gar nicht, lang das wird bestimmt auf jeden Fall schwierig. So. Menschlichkeit zurückerhalten. Sehr schön. Jetzt bin ich auch wieder voll geheilt. Und jetzt kann's losgehen. Auf zum zweiten Boss. Bam, bam, bam. Wartet mal, da muss ich ja. Verfolger muss ich. Ja, hinunter und dahinter. Ne. Ja, doch. Gut. Hab's. Der Arsch dort oben lebt bedauerlicherweise immer noch. Also mache ich den mal noch platt. Ich weiß leider auch mal schon wieder nicht, wie lang dieser Part geht. Stop. Guck, der eine da ist auch schon weg, weil ich den schon so oft besiegt habe. Der wird bald auch verschwunden sein. Hier kletter ich runter, weil es würde Fallschaden geben. Das war eigentlich ein bisschen dumm, aber gut. Mal die Typen sind immer noch da. Naja, Freunde. Und der Typ da vorne ist verschwunden. Ist. Und der letzte. Pappkamerad. Sehr schön. Mein Gott, die dummen Rüstungen von den Soldaten brauche ich überhaupt nicht. Ja, doch, der Typ davon ist verschwunden. So, das dumme Drecksvieh ist auch noch da. Muss ich aber leider töten. Und sehr schön, 250 Seelen für nichts und alte Eisentracht-Stulpen. Wartet mal, Stulpen. Au, ja gut, die sind vielleicht stark, aber wisst ihr, wie viel die wiegen? Nee. Nee, nicht mit mir. Sind ja hier nicht bei der Wohlfahrt. Gab's vielleicht noch irgendwo so eine Tür? Ne, ich glaube nicht. So, du da, komm her. Noch nicht tot. Glück gehabt. Hat mich nicht getroffen. Die Gegner, die sind aber drehen sich immer übelst scheiße mit. Das macht es schwierig, die zu backstabben. Weil da sieht man schon, dass die KI hier einiges cleverer ist, als wie die damals noch in Dark Souls. Weil die hätte ich ganz einfach verarschen können. So, und jetzt sind wir da. Jetzt sind wir. Jetzt sind wir beim. Jetzt sind wir beim Verfolger. Die Frage ist gerade, ich weiß nicht, wie lange ich schon aufgenommen habe. Deshalb würde ich sagen, ich guck mal, obwohl nee, ich habe eine bessere Idee. Wir beginnen den Kampf gegen den Verfolger im nächsten Part. Ich habe wieder ein bisschen rumgemerkt, falls der Part jetzt ein bisschen kürzer sein sollte, ist es ja auch nicht so schlimm. Was? Sehr fein voraus. Versucht Geschoss. Ja. Dann werde ich es einfach, ja, im nächsten Part. Dann ist halt eben, ist halt immer ein bisschen kürzer, wie schon gesagt, kann passieren. Ich habe jetzt leider mal wieder nicht auf die Uhr geguckt. Egal wie dem auch sei. Dann sehen wir uns jedenfalls im nächsten Part direkt hier vor dem Fleckchen wieder. Und ja, würde ich dann sagen, tschüss, bis dann.